Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring. heute, habt ihr vielleicht schon im Titel gesehen, geht's um eine noch bessere Variante vom Großmesser, was ich euch gezeigt habe. Und zwar das blutige Banditenkrummschwert hat im Prinzip einen kleinen Nachteil und einen ganz kleinen Vorteil. Der kleine Nachteil ist, es wiegt 0,5 mehr als das Krummschwert. Der kleine Vorteil ist, die nötigen Attribute sind meiner Meinung nach, also die sind halt ein bisschen besser. Stärke brauchen nur 11, dafür halt Geschicklichkeit ein mehr. Dafür macht er aber auch ein ganz kleines bisschen mehr Schaden, also wirklich nicht viel. Ich hatte Krummschwert auf blutig und auch das Banditenkrummschwert auf blutig und ihr seht schon hier, trotz der Arkanskalierung nur in Anführungsstrichen 12 Schaden mehr. Da schauen wir uns einmal jetzt ganz kurz den Schaden an. Ihr kennt das, wir buffen uns hoch mit der Arznei, mit dem goldenen Schwur. Flamme gibt mir Kraft. Scheiße, verkackt. Hier Seppuku. Links müsst ihr, müsst immer zuerst links Seppuku machen, dann könnt ihr rechts Seppuku machen. Und jetzt hoffe ich, dass die Flamme gibt mir Kraft und so noch drin ist. Jetzt, ihr kennt den Farming-Spot hier. Ist immer dieser Gegner hier. Oh ja. Das war nochmal ein bisschen mehr als das Großmesser. Auf jeden Fall. Das Großmesser war bei 7700 nach dem zweiten Angriff. Hier waren wir jetzt bei 8500. Ich mache das Ganze nochmal, damit das hier jetzt kein Zufall war. Also als erstes immer die Arznei, weil die hält 3 Minuten. Dann Flamme gibt mir Kraft und goldener Schwur drauf. Oh, ich hatte sogar noch Seppuku drauf. Lustig. Seppuku hält ganz schön lang, ne? Kann das sein? So, beides drauf. Und jetzt wieder drauf hier auf den Gegner. Sprungangriff und dann 8,4 war das, ne? 8400 irgendwas. Very, very good. Als nächstes Naga Keeper. Da bin ich ultra gespannt, weil das sieht sehr, sehr fresh aus. Oh, das ist sehr nice. Ich mache eben Seppuku drauf auf blutig und dann sehen wir uns wieder hier. Dann bin ich wieder zurück. Naga Keeper ist auf blutig. Man kann es auch auf Okkult stellen, dann hat es immer noch einen Blutungsschaden. Ich versuche es jetzt erstmal auf blutig. Also, erst Arznei. Dann goldener Schwur. Dann Flamme gibt mir Kraft. Links Seppuku. Oh, dieses, das tut mir immer so weh, wenn er sich das in den Bauch rammt. Dann rechts Seppuku. Komm, jetzt bitte enttäusch mich nicht. Ich erwarte ganz Großes von dir. Ist langsamer, weil in der Luft macht er keine 4 Angriffe. Aber vom Katana ist halt der, also der Angriff, der macht so Spaß. Renn nochmal ganz schnell zu dem nach vorne. Ohne Sprungangriff diesmal. Einfach nur reinrennen. Oh, die Range ist sehr, sehr gut, ne? Die Range ist sehr gut. Das gefällt mir sehr. Das merkt man schon, dass die Range hier viel höher ist als bei den Krummschwertern. Ey, ist der bei jedem zweiten Angriff geblutet gerade? Das machen wir gleich nochmal. Naga Keeper. Oh, ich glaube, ich wechsle zum Nagakiri. Wir gucken mal ganz kurz, wie viel wiegt das. Es wiegt 7, ist ein bisschen mehr. Stärke, brauchst 18. Geschicklichkeit 22. Aber allein wegen der Range ist das eine sehr, sehr gute Alternative zu einem Krummschwert, finde ich. Machen wir gleich nochmal. Übrigens, ganz kurz zur Ausrüstung. Ihr kennt das. Weiße Maske, Raubvogelfedern für den Sprungangriff. Clown-Talisman für den Sprungangriff, geflügelte Schwertinsignie und natürlich Jubel des Blutes, der wichtigste Talisman für ein Blutungsbild. Machen wir das Ganze nochmal. Arznei, Flamme gibt mir Kraft, goldener Schwur, links Seppuku, rechts Seppuku. Und diesmal springe ich wieder nicht rein, ich renne nur in den Gegner rein. Ich glaube, das ist besser. Obwohl, ich habe den... Nee, ich habe Raubvogel und so, ich mache wieder Sprungangriff. Direkt 4K ist halt auch nicht schlecht, ne?
Oh ja. Ich glaube, ich werde in nächster Zeit mit Nagakiba rumlaufen. Nagakiba gefällt mir aber sehr, sehr gut. Der kriegt so viele Blutungsschäden. Aua, aua, aua. Sehr, sehr nice. So. Und jetzt das letzte für heute. Der Götterskalpeuter. Ich zeige euch übrigens auch gleich, wo ihr alle findet. Keine Sorge. Alles am Ende des Videos. Götterskalpeute. Ich mache wieder Seppuku auf beide drauf. Beide auf blutig. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Da bin ich auch schon wieder. Natürlich, was mir gerade eingefallen ist, alle Waffen auf maximales Level. Alle auf plus 25. Und der Götterskalpeuter, der braucht 17 Stärke, 22 Geschicklichkeit und hat 118 Blutverlust. Und jetzt bin ich mal gespannt. Arznei rein. Goldener Schwur. Flamme gibt mir Kraft. Links Seppuku. Rechts Seppuku. Oh, sieht geil aus, ne? So komplett in Rot die Waffe. Wir machen erstmal wieder den Sprungangriff. Ah, 3-8. Ist relativ lahm, ne? Habe ich das Gefühl. Man könnte gleich auch mal versuchen, die einhändig zu führen. Ich bin ja jemand, der auch gerne mit einem Schild rumläuft. Ja, ist ein bisschen langsamer, aber der Schaden drückt trotzdem gut rein. Auf jeden Fall. Trotzdem sehr, sehr gut. Oh ja. So, jetzt das gleiche nochmal. Aber die Waffe einhändig geführt. Weil. Da greife ich auch sehr schnell an. Da könnte ich mir vorstellen, dass man vielleicht gar nicht Powerstancen muss mit der Waffe. Dass das schon so sehr gut ist. Ich werde trotz. Ne, es bringt ja nichts. Ne? Ich brauche links ja dann gar keinen Seppuku einsetzen, richtig? Ja, richtig. Dann könnte man links theoretisch den Talisman nehmen. So. Ja, so könnte ich das machen. Dann kann man links den Talisman nehmen. Dann geht das alles auch ein bisschen schneller. Ohne einen Knoten in den Fingern. Seppuku. Ich mache jetzt trotzdem nochmal einen Sprungangriff. Beidhändig geführt. So. Und jetzt rein da. Ah, scheiße. Falsche Taste gedrückt. Ich war noch im Powerstance-Modus. Das machen wir gleich nochmal. Sorry. Mein Fehler. Hab L1 gedrückt anstatt R1. Ups. Ja. So, Arznei. Schwur. Flamme. Guck mal, Seppuku ist sogar noch drauf. Ich mach's trotzdem nochmal neu. So, und jetzt die richtige Taste drücken. Und. Oh, der Sprunggriff. Der Schaden ist sehr, sehr gut. Auf jeden Fall. Ich mache nochmal ohne Sprungangriff. Ich habe das Gefühl, Sprungangriff ist vielleicht gar nicht so gut bei der Waffe. Das war jetzt nur ein Tausender. Und du machst halt nur einen Schlag. Das heißt, der Gegner wird nicht verblutet. Ich habe aber gerade nichts anderes, was ich nehmen könnte. Ich habe voll falsch rum gemacht. Seht es mir bitte nach. Für einen Gegner sollte das jetzt trotzdem klappen. Zeitlich. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie lang. Ach, jetzt bin ich schon wieder gesprungen. Wie lang Flamme gibt mir Kraft und Goldener Schwur überhaupt hält. Ich weiß, die Arznei hält 3 Minuten. Seppuku weiß ich auch nicht, wie lange der hält. Aber der fühlt sich an, als würde der schon relativ lange halten. Ja, auf jeden Fall keinen Sprungangriff machen. Ich würde immer reinlaufen besser. Also man kann ihm nicht einfach eine Kombi geben und er ist tot, ne? Das ist schon schade. Jetzt zeige ich euch noch schnell, wo ihr die Waffen kriegen könnt. Fangen wir mal an mit dem Krummschwert. Dem Banditenkrummschwert. Für das Banditenkrummschwert geht ihr am allerbesten zur Pilgerkirche. Das findet ihr. Könnt ihr sogar direkt am Anfang hingehen und euch das holen. Das heißt, wenn ihr startet, geht rauf hier runter und dann direkt zur Pilgerkirche. Und dann findet ihr hier linksrum ein Skelett, das die Waffe trägt, da vorne, sogar zweifach.
Ja, und kurz aufpassen, ihr müsst ihn nochmal treffen. Erst dann kommt der Drop. Die Gegner hier könnt ihr alle ignorieren, die machen keinen Drop. Und den hier könnt ihr dann immer wieder farmen. Und der hat eine Drop-Chance bei 100 Entdeckung von 1,5. Allerdings mal 2, weil er trägt die Waffe ja zweimal. Das heißt im Prinzip 3%. Wenn ihr dann noch den silbernen Scarabeus drauf habt, dann sollte die Chance ungefähr bei 6% liegen. Ich hatte das Glück, dass er direkt 2 auf einmal bei mir gedroppt hat. Also gar nicht so schwierig zu farmen. Ich habe vielleicht 5 Minuten gebraucht. Das war relativ chillig. Den Götterskalbhäuter, den findet ihr im Windmühlendorf. Wenn ihr hier ganz hoch geht, dann ist hier nochmal ein Götterskalpe. Und der, wenn ihr den besiegt als Boss, dann lässt ihr euch den Götterskalbhäuter fallen. Da kriegt ihr, ich glaube, nur einen pro Durchgang. Falls das nicht so ist, gerne in die Kommentare schreiben, falls man da noch einen kriegen kann oder den vielleicht irgendwo farmen kann. Und das Nagakiba, das kann ich euch auch zeigen. Das kriegt ihr auch direkt am Anfang. Da habe ich euch auch schon mal ein Video zu gezeigt. Das könnt ihr hier oben anklicken. Die findet ihr hier, Ruinen an der Küste. Das heißt, wenn ihr direkt am Anfang startet, hier im Startgebiet, könnt ihr ein Stückchen zurücklaufen. Und dann hier unter diesem Torbogen steht ein NPC. Bei mir nicht mehr, weil ich habe den schon gekillt. Der steht in der Regel hier. Und wenn ihr den besiegt, dann lässt ihr euch das Nagakiba fallen. Wie gesagt, einfach mal das Video abchecken, weil ich euch verlinkt habe. Da zeige ich nochmal ganz genau, wie das fällt. Und ja, lasst mal gerne in den Kommentaren wissen, was ihr aktuell nutzt an Waffen. Wie ihr das findet mit den Power Stancen. Und gerne das Video liken, das würde mich sehr freuen. Und den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.